So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play WWE 2K15 Universe. Wir sind immer noch bei Raw. Letztes Mal haben wir uns dieses wunderschöne Match angeguckt. John Cena gegen Brock Lesnar. Beim letzten Mal war auch der gute Sibbe dabei. Hallo. Hallo. Der auch heute dabei ist. Der Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Du machst unter anderem auch Wrestling Games Let's Plays, ne? Richtig. Schön. Schön. Ich freue mich doch schon mal bei ihm vorbei. Link unten in der Videobeschreibung. Lass ein Abo da, damit du deinen nächsten Abo-Erfolg feiern kannst, wie auch immer, ne? Heute, wer weiß. Heute werde ich wieder ein Match spielen gegen einen von euch und das wird der gute Yannick sein von The Yuck Official. Er hatte auch mal einen YouTube-Kanal früher oder hat ihn immer noch, aber der macht ja keine Videos mehr. Und wir spielen Dean Ambrose gegen Sheamus und zwar das Extreme Rules Match. Und da wird gleich die Community entscheiden in der Voting hier im Livestream, wen ich spielen soll, entweder Dean Ambrose oder Sheamus. Wen sollte ich denn aus deiner Meinung, aus deiner Sicht spielen, Sibbe? Schwierig, ich finde es interessant. Ich würde wohl gerne wissen, wen Yannick gern spielen möchte. Vielleicht können wir es ja auch so machen, dass wir ihn entscheiden lassen. Wollen wir das wirklich? Wer weiß? Ja, gut, dann das ist ein guter Vorschlag. Dann machen wir es so, dass Yannick sich einfach entscheidet, wen er spielen möchte und nehme ich den anderen einfach. Aber wir gehen erst nochmal auf das One-on-One-Match von Jey Uso und Damien Mistau, denn die haben ja aktuell eine Fehde, oder? Irgendwie so? Wenn man das Fehde nennen kann, ich denke mal bezogen auf das Tag-Team, genau, würde ich mal sagen, ja. Die sind schon in der Fehde irgendwie involviert und wer holt sich hier den Sieg? Es ist der gute Damien Mistau. Gut, dann würde ich mal sagen, gucken wir einfach mal hier, ob es hier irgendwelche Cutscenes gibt. Oder machen wir mal X. Sheamus, hier als dritter Mann im Bunde. Die eigentliche Fehde ist natürlich Dean Ambrose gegen Bray Wyatt. So. Oh, ein Extreme Rules Match. Ein Extreme Rules Match, wie eben auch erwähnt. Ist Ambrose ja auf dem Leib geschneidert, ja, würde ich mal sagen. Und bis jetzt sehen wir noch keinen Bray Wyatt irgendwie in Aussicht. Das heißt, ab hier werden wir einen Schnitt machen und wir sehen uns dann gleich wieder bei dem Match. Bis gleich. Da sind wir wieder! Jawohl! Der gute Yannick hat sich den Ambrose ausgesucht. Ich soll hier mit Sheamus verharren. Extreme Rules Match. Und mal sehen, ob irgendwie Bray Wyatt hier noch eine Rolle spielen wird. Was meinst du? Abwarten, ne? Mhm. Wahrscheinlich nach dem Match eher. Ja. Vor dem Match kann es ja schon nicht sein. Während des Matches glaube ich allerdings auch nicht. Ja. Wer weiß. So, also der Franzose King Cave Town PS, das ist der gute Yannick. Hatte ich ja gerade schon erwähnt. Das war mal schön daneben von ihm. 1-2 hoch das Bein. Ja, ja. Das habe ich sehr gut choreografiert gerade mit ihm. Aber ich glaube, der gute Yannick ist schon etwas erfahrener im Online-Spiel. Sodass wir, dass ich da vielleicht starke Probleme kriegen könnte. Extreme Rules ist das Ganze. Das heißt, ja, warte mal. Wie sind denn die Regeln, Sibbe, bei einem Extreme Rules Match? Kannst du das nochmal kurz erläutern? Klar, also gewinnen kann man halt nur durch Pinfall oder Submission innerhalb des Rings. Also es ist kein False Count Anywhere Match. Und aber Countouts gibt's glaube ich nicht, ne? Nee, Countouts gibt's nicht. Ein No DQ Match sozusagen. Man kann alles benutzen, die Ringtreppe, alles was unter dem Ring liegt. Du kannst Jerry Lawler auf Michael Cole schmeißen, wenn du lustig bist. Wenn's gehen würde. Ja. So gesehen können sich hier die beiden Superstars ordentlich auslassen. Gut, dann mach ich das nochmal eben. Mit einem wunderschönen Suplex. Leider nicht auf dem Apron abgelegt, hätte ich ja zu gerne gemacht. Das wäre sehr schmerzhaft geworden. Ja. So, ich möchte mir das Ding hier schnappen. Und ich habe ihn fast getroffen. So, mal sehen, ob er auf mich springt. Ob das klappt. Ich glaube nicht. Ah, schade. Ich wollte in dem Moment reinkommen. So, da ist er schön vorbeigeglitscht. Und direkt mit dem Stuhl eins drüber. So. Die Nackenschelle am Montag. Genau. Die Nackenschelle am Montag. Da können wir uns bezeichnen. Du darfst reinkommen, Yannick. Ich lasse dir extra die Zeit, dass du reinkommen darfst. So fair bin ich dann doch. Fettes Post-Duell hier anscheinend. Ja, also das ist mir auch zu viel. Gibt gar nicht. Kendo-Stick? Nee. Okay. Früher hießen die Dinger ja Singapur-Cane. So, ja. Au. Und warum wurden die umbenannt? Das ist eine gute Frage. Ist das rassistisch irgendwie oder was? Ich habe keine Ahnung. Ja. Das kann ja mir, das können ja Leute mal in die Kommentare schreiben. Hier an diesem wunderschönen Sonntag, wo nachher natürlich der Royal Rumble laufen wird. Eben. Ja, bin ich mal gespannt, da so laufen wird. Meinst du, da wird es auch nochmal zu einem Match Bray Wyatt gegen den Ambrose kommen oder meinst du da, dass die da fertig sind? Ich glaube, die werden sich eher im Rumble nochmal fett battlen. Kann gut sein, ne? Im letzten Jahr galt ja im Prinzip der Grundsatz,
wenn du nicht im Royal Rumble bist, nee, wenn du ein Match irgendwo sonst hattest, warst du nicht im Royal Rumble. Jedenfalls war es letztes Jahr so. Ich hoffe, dass es dieses Jahr nicht so ist. Wer weiß, ne? Wer weiß, wer weiß. So, jetzt haben wir mal ein Signature Move. Dann gehen wir einfach mal in den hoch. Aber jetzt läuft er noch ganz gut, würde ich mal sagen, für mich, oder? Ja. Sieht nicht schlecht aus. Jetzt natürlich der White Noise. White Noise, White Noise. Oh mein Gott. So. So. Wer ist denn dein Favorit, wer den Rumble gewinnen wird? Ja, wie gesagt, ich würde gerne Daniel Bryan siegen sehen, nochmal im WrestleMania Main Event. Ah, ich habe leider die Vermutung, dass es Roman Reigns sein wird. Was meinst du denn? Sehe ich ehrlich gesagt genauso. Ja. Da es ja auch Gerüchte gibt, dass Bray Wyatt gegen den Undertaker bei WrestleMania antreten soll. Sollte Undertaker sich dafür entscheiden, dass er noch antreten möchte, ne? Wer weiß. Das weiß man nie. Das weiß man nie. Genauso wie man es nie weiß, was für eine Aktion ich als nächstes plane gegenüber Yannick. Obwohl das gar nicht so schwer vorherzusehen ist, wenn ich das Gefühl, ich wollte es gerade sagen, also. Mal sehen, ob das klappt. Habe ich einen OMG-Moment irgendwie parat? Jawohl! Was wird denn das? White Noise oder Powerbomb? Also hier White Cross oder wer Ding hieß bei ihm? High Cross? Ja! Ja! Celtic Cross soll es geben. Nee! Ist eine alternative Powerbomb, eine neue Powerbomb, die so halbwegs so aussieht wie einer seiner Finisher von früher. Gut. Ja, hatte schon viele Ähnlichkeiten mit dem White Cross, was er damals viel angesetzt hat. Ja, gut, aber da hat er ihn dann wirklich noch geschmissen von seinem Rücken, seinem Schulternblatt hervor oder so. Nehmen wir doch mal eine Leiter. Von Norden nach Süden quasi. Ja, so. Es heißt nicht von oben nach unten, es heißt von Norden nach Süden. Zitat, jeder Geografielehrer, Lehrer. So. Oder? Mhm. Hat auch jeder geliebt. Ja. Ach, ich fand das in Ordnung. Ich bin ja auch immer so einer, der gerne besserwisserisch solche Leute korrigiert. Vor allem, wenn Leute als und wie verwechseln oder so ein Scheiß. Bist du auch so einer oder machst du es richtig? Ich mach's aus Prinzip richtig. Ich sag auch nicht einzigste. Ja, ja. Das heißt, einzige. Ja. Da wieder. Warte mal, jetzt sieht man hier den Ambrose, der hat sich die angeschlagen. Und es steht mit mir gerade so parallel auf. Das steht sogar später auf der Sicht. Warum gewinne ich mal an den Ring? So. So. Oh, ich habe ihn am Kopf getroffen, merke ich gerade, wa? Ja, der Taubel, scheint ein bisschen durcheinander zu sein. Ah, kriegt er. Kriegt der Taubel, der kriegt nochmal einen auf die Arme und dann liegt er auch. Mit seinem psychologischen Gutachten. Ja. Ach, schön. Jetzt, ja, absolut. Das war wunderschön bei der vorletzten Raw für euch. Oh, Gott, mir entgegen. Warum, Yannick, wollen wir nicht mal auf die Leiter raufgehen und mal gucken, wer da... Ich wollte gerade sagen, man muss ja jetzt eigentlich ein schönes Leiterduell jetzt hier haben. Yannick, komm. Gehst du mal auf die eine Seite, können wir uns darauf einigen. Du siehst ja, du hörst ja den Stream. Guck mal, macht er tatsächlich. Das freut mich doch. Gut, dass wir nur 5 Sekunden Verzögerung haben. Ich warte doch extra auf dich und dann geht's los. Guck mal, wie arschig er ist. Oder? Achso, ich dachte schon. Ich dachte, er schmeißt auf einmal die Leiter um. Das war auch erst meine Vermutung. Aber er lässt sich drauf ein. Er hat keine Stamina mehr. Nein! Oh, der verpasst jetzt aber gekottet! Oh, dann gehen wir hoch. Ich kann nicht springen. Na toll, ich hab die Fähigkeit dafür nicht. Toll. Amazing. Ich hab auch keinen Finisher oder so. Oh, auf dem Stuhl ist er sogar gelandet. Ja. So. Ja, stimmt. Hab ich gar nicht bemerkt. So. Warte mal, wir können Dinge auch mal verkeilen. Das wäre auch eine gute Idee. Komm mir entgegen. Ah, muss aufpassen. Sieht Ambrose mit dem Signature Move? Ich mit dem Signature Move. Dass jederzeit kann das Match hier vorübergehen. Nee. Und. Tja, ich würde mal sagen, wie heißt das Ding? Irish Curse Backbreaker. Break. Ganz genau. Nehmen wir uns das Ding mal hier. Verkeilen. Nein! Was soll das denn? Da war die Anzeige auf einmal weg. Ah, der Ambrose braucht seine Beine noch. Ach, schade, vorbeigeworfen. Ich wollte das wie in der Challenge machen. In Ausgabe 3. Hast du die schon gesehen? Natürlich. Na, die war toll, wa? Absolut. Aber da wollen wir natürlich nicht zu viel verraten, falls Leute die noch nicht gesehen haben. Ich bin ja dafür, ich bin ja dafür, dass du deine Signature-Moves hier draußen machst und wir beide mit dem Finisher oben gucken, wer ihn als erstes seinen Ladder-Finisher ausführt. Janik, ich hoffe, du bist einverstanden und ich nehme dein Schweigen als Zustimmen mit. Also mach mal bitte deinen Signature-Move kurz. Muss ankommen noch bei ihm. Ja.
Da. Nee, ist er nicht. Hä, war das ein Chair Move? Regal Stretch. Regal Stretch und? Was noch? Boah. So tief bin ich dann auch nicht mit dem. Da macht er ihn. Nee, doch nicht. Trippi muss um. Ich dachte, hat er mich verarscht. Machst du bitte? Okay, anscheinend hat er nicht so viel Lust drauf. Ich weiß gar nicht, ist Dean Ambrose Rope Clothesline? Ist die eigentlich drin? Ja, stimmt, das ist ein zweiter Signature Move. Genau. Die Rebound Lariat. Natürlich. Die ist echt drin? Natürlich. Die liebe ich doch so. Ja, die ist echt geil gemacht. Franz will nur Content, das ist korrekt. So. Bitte, Yannick, einmal Signature Move ausführen. Will er einfach nicht. Das ist. Ich dachte gerade, da kommt der Dirty Deeds. Nee. Ich gebe ihm noch eine Chance. Dreckige Diäten. Kurz macht er. Jetzt macht er das. Jetzt macht er die Rebound Lariat. Guck genau. Das sieht gut aus. Ich drücke nichts. Jetzt kommt sie. Zack, schmeiß ich ihn zurück. Und da kommt die Lariat. Oh nö. So, jetzt bitte gucken, wer der Bessere ist auf der Leiter. Stell ihn mal bitte auf und dann gucken wir. Du bist doch so nett. Janik, geh rauf. Und dann geht's los. Ich versuche mich immer hier hochkommen. Ja, Shame ist nicht mehr der Jüngste. Nee. Schon eine Weile. So alt ist er auch gar nicht. So, jetzt geht's los. Toll. Ich will doch gucken, wer 1-0 den Finish. Für Yannick. Ja. 1-1 meinst du. Ich wollte doch gucken. Von wegen. Finisher. Yannick. Da muss man warten, bis ich oben ankomme. So, jetzt geht's los. Und das White Noise. Ah, shit, pass auf, ich mach Comeback. Hat er nochmal die Chance zu Content? So. Okay. Das war super. Okay, Content, ja, genau das wollte ich ja provozieren, damit du da nochmal die Chance hast. War wohl nix, fick dich! Ah, schön. Also, wenn du das jetzt noch verlierst. Ja, jetzt muss ich bloß noch warten, bis ich noch Stamina habe. Dann muss er mir nur entgegenkommen. Wenn sie mir nur entgegenkommen, na komm. Na guck mal, ich wollte ja schon wieder hochheben mit dem Katapult. Da, hatte ich schon wieder die Chance, hab's nicht geschafft. Mann, pass auf. Moment, wie folgt. Geladener Finisher wollte ich auch eigentlich machen gerade. Kannst ja auch noch einen Tisch holen. Das ist eine gute Idee. Schade. Na okay. Ich hab zwei Finisher sogar. Ja, läuft. Merkst schon, dann mach ich erst nochmal High Cross. Kann ich ihn da vielleicht in die. Da, die Leute! Fast. Fast. War knapp. So, dann probieren wir noch einmal den Kung Fu Kick. Nein, wie heißt es bei hier? Bro-Kick. Okay, komm. Aus die Leiter rauf. Und jawohl! So ein schönes Ende. So ein schönes Ende, da wird er nicht mehr rauskommen. 1, 2, 3. Wir haben einen Gewinner, glaube ich, oder? Super. Jawohl. Ja, schön. Also. The Celtic Warrior. Seamus. So, er sagt nur Bro. Und ich mache hier nochmal einen Schnitt und gucken, ob eventuell was im Universe-Modus passiert wäre. So, da sind wir wieder. Und mal gucken. Wir sehen hier einen feiernden Seamus. Sind wir immer noch am Start? Ganz genau. Aber es sieht irgendwie nicht danach aus, dass wir irgendwie eine Cutscene bekommen, oder? Nee, ich glaube es auch nicht. Schade. Seamus also geht hier siegreich von diesem Match raus. Und jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern hat sich das auf die Story ausgewirkt zwischen Bray Wyatt und den Ambrose. Das heißt, wir können hier im Prinzip überspringen. Und wir sehen dann morgen eine weitere Folge von dem Universe-Modus. Nicht vergessen, 17 Uhr kommt immer alles. Da geht's weiter mit NXT. Ich gebe euch eine kleine Preview. Was kommen wird, ne? So, erstmal gucken, was hier Bray Wyatt und Seamus setzen weiter auf Überzahl, um Dean Ambrose in ihren Matches abzulenken. Davon habe ich aber nichts mitbekommen. Nee, geht mir genauso. Auch in meinem nachgespielten Match war das nicht der Fall, Bray Wyatt und Seamus. Wer weiß, vielleicht ist es Backstage abgelaufen. Guter Ansatzpunkt. Dann können wir auch nochmal gucken, bei den Rivalitäten, was insgesamt steht so, was da alles passiert ist. Also hier, Woche 3, nach dem brutalen Stuhlangriff von Brock Lesnar, sehen die Chancen von John Cena im Titelkampf schlecht aus. Ja, kann man so oder so sehen. Ich glaube, sie sehen generell schlecht aus. Allgemein haben wir nur noch eine Raw-Ausgabe vor Extreme Rules dann. Dann Bray Wyatt gegen Dean Ambrose, da
Ja, genau, das hatten wir gerade gelesen. Und dann die Usos gegen Miz und Miz Dow. Dann die Feindschaft zwischen Damien Sandow und Jey Uso ist außer Kontrolle geraten und sie greifen sich gegenseitig weiter an oder andersrum. Ja, das war schön. Hier nochmal unsere NXT-Fäden, während wir jetzt übergehen zu NXT und gucken, was da so abläuft. Da haben wir nämlich wieder schön 7 Matches. Jason Jordan, Tyler Breeze, Justin Gabriel, Tyson Kidd Match, ja, Triple Threat Match. Buddy Murphy gegen Enzo Amore, Wesley Blake und Colin Cassidy. Ich weiß nicht, wie die in ein Tag Team kommen. Kannst du mir das erklären? Nein. Komisch. Komisch. Match 4. Adrian Neville gegen Aiden English. Das könnte interessant sein. Baron Corbin gegen Bull Dempsey. Ein Extreme Rules Match. Also das könnte noch intensiv werden. Sami Zayn gegen Kevin Owens. Schon eine Vorschau. Vielleicht auf irgendein Pay-Per-View-Match. Man weiß nicht so ganz. Wer weiß. Kalisto gegen Simon Gotch. Um die Tag-Team-Fehde weiter voranzutreiben. Nicht unbedingt Main-Event-würdig. Ja. So ist das, ne? So ist das. Gut, Sibbe, dann bedanke ich mich, dass du dabei gewesen bist, ne? Gerne, gerne. Du hast einen YouTube-Kanal, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Besten Dank. Ja, da freue ich mich doch drauf, dir ein bisschen unter die Arme greifen zu können. On the road to, was weiß ich, wie viele Subscribers du als nächstes haben möchtest. Eine Million! So viele Franz-Zock-Zuschauer habe ich. Die wollen alle deinen Kanal abonnieren. Leute, tut es. Der Guru hat es euch gesagt. In meinem Fall bin ich es. Gut, dann wofür cool. Airblock aus. Oder was würdest du sonst noch empfehlen? Ja, genau das. Ja. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Franz. Und sagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.